Go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von mir und zwar aus der Challenge zu meinem LS-Profi. Moin, moin. Sag mal, Leitung. Ich bin gerade fett am Silage gefahren, wieder beim Dummer, weil. Alter, was ist denn da schon wieder? Welcher Klappspaten hat mein Kramer da her? Wollt ihr mir alle? Das war der Nils. Ey, du bist so ein Arschloch, weißt du das? Entschuldigung, damit warum ich sage, aber eigentlich? Ist halt wirklich so. Wenn ich dachte, wenn ich die ehrliche Antwort sah, das ist Nils und dann. Das kommt. Boah, wer ruft jetzt wieder an? Grüezi? Ja? Das LU hat für Sie fertig gedroschen und wir hätten gerne eine Rechnung zu bezahlen von 2500 Euro. Was überweise ich Ihnen? Und das, die drei Mal und die drei Mal in Gruppern waren auch nochmal 1 Million. Ah, wahrscheinlich. Ja, das ist guter Corona-Impfstoff. Ja, das ist Corona-Impfstoff. Wie viel haben Sie jetzt gesagt? 2700. Wer hat mir schon wieder den Fahrmanager weggenommen? Du, Junge! Kann ich bitte Fahrmanager haben? 2700. Nee, ich geb dir gleich keinen Fahrmanager. Hab ich nicht. Danke, 3000. Wie viel hast du gesagt? 2700. Ist außen. Dankeschön, die 200 Bahn fürs Corona-Grubber. Ich muss raus! Was ist jetzt? Das heißt ja eine Klappschwarten, Alter. Alter, wer hat mein Ding gehackt? Was lachst du denn schon so geschissen? Was ist denn? Du saubrätst du rausiger. Oh Mann, ey. Was lachst du denn schon wieder? Weil ich lach. Darf ich etwa nicht lachen? Na. So, du kannst mit deinem Bobbycars mal an die Seite fahren. Oh, oh. Junge, das ist nur Holländer, das ist so eigentlich. Was willst du eigentlich? Du Klappspaten, Alter. Ich bekomme da wirklich das Ding kostenlos. Warte mal. Ich krieg's auch kostenlos. Das glaubst auch du. Ich würde die Schippe auch noch tiefer machen, damit ihr gleich noch am Boden schlagt. Und ich will noch eher ins Feld fahren. Ist ja nicht meins, hab eh nicht die gesagt, ist mir egal. Wow. So denkst du an deine Mitbürger, war mir schon klar. Hey, ich bin immer nett und immer freundlich zu dir anderen, außer zu dir. Ja, das ist das große Problem. Kannst du da vorne mal mit deinem blauen Wunder aus dem Weg gehen? Scheiß, kannst du mit deinem Bobby einherkommen? Mit was für einem Bobby? Mit deinem Bobbycar, Junge. Ich hol gleich meinen schnellen Traktor, der fährt dann 100er. Mit deinem Scheiß-Truck oder was? Gegensatz zu dir kann ich mal was leisten. Deswegen habe ich ja auch einen fetten Holland, einen fetten Case und einen fetten Deutz da stehen. Einen fetten Case habe ich ja und Deutz habe ich keinen, aber einen fetten JCB und einen fetten New Holland. Der gar nichts ziehen kann, der Plastikbomber. Ach, ich habe mir schon sagen lassen, dass der eine halbe Stunde braucht, bis er den Berg hochgefahren ist. Ja, heute die Kappe. Ja, habe ich vom Menu gehört. Weißt du, was du bist? Ich bin ein toller Typ. Ein Klappspaten. Dein Gesicht ist ein Klappspaten. Die Kusch. Sein. Nein, ich sag noch nichts mehr dazu. Ja, richtig so. Gib dich einfach geschlagen. Mhm. Doch. Dir gebe ich mich lang nicht geschlagen. Doch. Mahlzeit. Danke, Bruder. Bist so ein. Ey, du wolltest doch nichts mehr sagen, dann sagst du doch noch was.
Ach ja. Oh, hier liegt so viel Silage drin, Junge. Jojo, so schaut's aus, so schaut's aus. Nee, so. So. Dann geben wir den Sudhaufen da mal wieder zurück da. So, dann kommt da die Silage auch noch. Dort müssen wir die 1,7 Millionen Silage auch noch haben raus tun, wenn es fertig ist. Kannst du eigentlich gut lügen? Hä, hey, da sind... Ah, Entschuldigung. Also, ich sag mal jetzt nicht an, wie viel da drin ist. Danke auf die Antwort meiner Frage. Ich lüg doch nicht, was ist mit dir? Nö, ich frage, ob du gut lügen kannst. Kommt drauf an, um was es geht. Im Insgesamten? Ja, eigentlich schon. Ah, merkt man. Oh! Ah, jetzt ist sicher, warte. Chrissy, stehen bleiben. Chrissy, stehen bleiben. Chrissy, stehen bleiben. Bleib sie stehen. Bleib sie stehen, Junge. Okay. Was machen Sie schon wieder? Du Arschloch. Stehen bleiben. Alter. Du bist ein kleines Mann. Bleib mir stehen. Junge. Warum? Weil so ist es, sonst stehen bleiben. Ja, du kannst mich gerne. Ich bleib mir stehen. Ja, kommen Sie, laufen Sie schneller. Was wollen Sie denn von mir? Haben Sie geschlagelt oder so? Stehen bleiben jetzt! Oh! Oh, bist du bekloppt! Jetzt stehen bleiben, Chrissy! Sie werden festgenommen! Sie kriegen den Führerschein abgenommen! Sein... Ja, mein Gott! Der, ich kann meinen eigenen Dreschern im Einsteigen, was ist denn das jetzt hier? Ey Chrissy, sie kriegen den Führer schon abgenommen, weil sie jeden Baum mitgenommen haben. Sie kriegen ADAC-Sicherheitstraining unter der Führung von Aquabayern. Kennen Sie jetzt am Laufen? Auch gute Geschäfte. Nein, wirklich, jetzt, sie sollen ADAC-Sicherheitstraining kriegen. Das geht doch nicht, dass sie jeden Baum umfahren. Das schon wieder, Junge. Chrissy, mach mal einen Führerschein, ey, fahr dann immer schwarz rum. Hey, ich hab einen Führerschein. Dann fahr mal nicht gegen jeden Baum, Junge. Fahrradführerschein habe ich auch in der Grundschule gemacht. Wirklich? Deswegen fährst du jeden Morgen mit dem Fahrrad zum Bäcker. Oh, da war.
Da war ein Baum. Ach, Mai, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Oh, das heißt ja nicht klar. Das ist Anni als Sicherheitstraining. Keiner hat mir denn nur gesprochen. Was willst du eigentlich, du Frieder? Nichts von dir. Richtig so. Ich will auch nichts von dir. Ich bin schreibst du die Fuhren auf, Dominik? Ja. Okay. It's her, mate. Hey, Domme. Domme. Ja. Ich sag dir am Ende, wie viel ich dir abgeliefert habe an der Silage. Da würde ich gern dabei sein, weil das ist, das ist schon ein bisschen ein höherer Geldbetrag, was da wahrscheinlich fließen wird. Ja, wenn ich du hab das die ersten Lassen hab ich schon abgekippt. Wir können auffahren, ne? Du's nicht? Ja, ich sag dir am Ende, ich hab nämlich jetzt. Ja, wir können auch alle abfahren, es muss nur einer aufladen. Wir würden auch einen Radlader zur Verfügung stellen. Für was? Zum Aufladen. Wenn du mit deiner 700 Liter Schaufel da kommst, mit unserem großen Dämmler mit 36 Kubik, dann schlafen wir ja ein, da können wir ja morgen noch schaufeln. Wow. Kann ja gleich mit der Handschaufel anfangen. Du kannst halt den Besen gleich in die Hand nehmen und das Zeug mit dem Besen rauswegen, wenn du willst. Wickeln und schaufeln. Kannst ja auch eine Schubkarre nehmen, Junge. Kannst mit der Schubkarre von meinem Hof bis zu Chrissys BGA fahren, dann ist die Arsch. Wie schnell ist der Typ denn? Wie schnell fährst du denn da hoch? 30? Ich? Nee, du. 20. Ich fahr 10, chill mal dein Leben. Was hat denn der Typ da, Junge? Komm, der hängt mir halb am Arsch. Den tun wir jetzt mal raus. Den tun wir jetzt mal raus aus dem Verkehr. Der hat illegales Straßentuning gemacht. Sag mal, kannst du mir mal erklären, wo jetzt mein Dreckshänger bleibt? Mein Gott! Nee, meiner. Nicht so stressig. Ja, beim LU ABM, ja, das ist richtig schnell aufzuhupen, sonst fahr ich rückwärts. Oh. Der hupt aber gerne. Da bin ich ein Büffel gemerkt. Wie drischst du bitte? Ich hab einen Büffel aus. Das ist Nils, kann nur zickzack drischen, nicht geradeaus. So wie du fährst da zickzack mit dein Auto, wo du nicht leisten kannst. Baum vergewaltig jetzt, halt ich schon. Ah ja. ADAC Sicherheitstraining, sag ich dazu noch. Du brauchst auch nur ADAC. Nee, ich fahr ja nicht gegen jeden Baum. Warte mal ganz kurz. Du, Chris, miet mal ganz kurz bitte einen LKW und einen Tieflader. Warum? Was willst du jetzt machen? Bring dir jetzt deinen Scheiß Anhänger, Nils. Was war's? Fahr weiter, Nils. Das hätte ja eine Klappe spart, wenn Alter. Wenn ich da draufladen, ne, dann mach ich 300 Liter drauf, Chris. Chrissy. Wenn ich da mit meinem Konrad draufladen, Chrissy, ne, da schläfst du ja ein. Da kannst du ja fahren wie ein Weltmeister. Also ich will nicht sagen, der FM95, ne? Bleibst du. Was bist du? Allerdings bist du 1,5. Ach, und da kommt Dominik, der wildgewordene Strohfahrer. Das ist lebensgefährlich. Warum steht da jetzt ein scheiß John Deere mitten auf der Straße? Weil es ein scheiß John Deere ist. Könnt ihr sagen, von wem der Plastikbomber ist? Der Plastikbomber ist der Deutz. Nee. Das ist und der Case. Mit Frontlader. Das ist ein Dütz. Ein Dütz. Oder ein Möf-Möf. Bei deiner Mama ist auch ein Möf-Möf, Alter. Oh, Nuts. Alles. Wo ist mein Hänger? Digga, was machst du da? Scheiße. Ungefähr wie lange hast du jetzt gebraucht für die zwei Hänger da runter? Alter, ich bin erst mal mit 10,50 zu dir gefahren. Der war noch bei McDonalds. Dann ja, und bei NKD war ich in nach Hause gefahren, dann habe ich die zwei Hänger gekauft. Bleib da stehen, bleib da stehen! Ey, Chris, hast du wenigstens mir was mitgebracht von McDonalds? Nö. Warum? Du weißt schon, dass unser Getreide ist zerstört. Ja, ich muss es nicht einfach. Ihr habt alles im Griff da oben, oder? Leer, warte mal, ich hab einen Plan, jetzt fahr mal weg da. Ich hab nicht mal ganz Alter! Gut. Ich hab einen Plan, mit geht's da? Ich soll wegfahren, aber er schiebt mich bis nach Abu Dhabi. Ah, ich kann mal abtanken, ist ja Wahnsinn. Ja. Nils, fuck. Ey, Nils, kauf doch Möfme. Tank den mal bitte ganz kurz ab. Und lass den Drescher einfach so da stehen.
Ja, ich habe einen Plan, einen ganz guten Plan. Dominik, lass mich raten, vor wen du mit 1050... Scheiße. Also Dominik, du bist auch angemeldet fürs ADAC. Lämmer mit einem 30 Meter langen Gespann, nicht umsonst. Drehschimmel, komm da durch, Junge. Ja, Drehschimmel, ich hab keinen Drehschimmel. Ich kann da rückwärts an den Big R fahren, du kannst da einfach so. Warum hast du jetzt einen Frontlader gekauft, Chris? Weil das kann. Ey, du hast jetzt keine Kühe. Ich fahre noch nicht einmal über den Dreckstieflader drüber. Was ist das denn für eine Unverschämtheit schon wieder von dir? So, meine lieben Freunde, das war's dann schon wieder mit der Folge. Nein! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.